Grüß Gott zu No Man's Sky auf Schwäbisch. Mir wurde gar keine Zeit verlieren und gleich hier abhauen. Wieder ab ins All. Wenn wir das da mal aufladen. Titanium. Wie viel haben wir denn da noch? Noch 19 Stück. Jo! Gleich mal wieder scannen, gucken, was er mir anbietet. Ein verlassenes Gebäude entdeckt. Was gibt's da Tolles zu entdecken? Hm, keine Meldung dazu. Seltene Technologie verfügbar. Ich bezweifle, dass es eine seltene Technologie ist. Irgendwie. Also. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es nicht ganz stimmt. Wow, 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 wow. Ich guck trotzdem kurz vorbei, wenn es gerade schon so nah dran ist. Vielleicht ist es tatsächlich eine seltene Technologie. Normale Warp-Technologie oder was? Weiß ich. Vielleicht kann ich ja nachher 28.000 Lichtjahre auf einmal reisen. Oder 100.000. Haha. Witzlig Schisse. So. Gleich hierher. Das ist so ein Kackplanet. Ich wollte das doch eigentlich aktivieren. Datenprotokollanalyse. Wetten, man kriegt nur einen Scheiß. Und selten ist es sowieso nicht da. Wärmeschicht Theta. Das mag vielleicht nicht schlecht sein. Eine Impulsdüse. Toll. Lohnt sich das eigentlich sowas auch mal abzugraden? Ich weiß es gar nicht. Speichern Sie den Spielanspruch. Keine Ahnung, was der da von mir will. Startschubdüse 73%? What? Scannen wir nochmal. Handelsposten entdeckt. Nope. Brauchen wir nicht. Nochmal Scanner. Sendeturm entdeckt. Interessiert nicht. Raumschiff Notsignalkoordinaten. Nope. Entdecke ich hier nichts mehr in dem System, deswegen hauen wir da auch gleich wieder ab. Indem wir das da voll mitgenommen haben. So. Dann gucken wir mal, es sind bestimmt noch 498 Milliarden. 175.000 Lichtjahre. Wer hätte es gedacht? Freiflug. Heimat. Heimat ist das, wo ich jetzt gerade bin. Da kann ich hin, wo ich hin will. Vielleicht ist es ja so kürzer. Irre, oder? Ja, hier. Mach das. Weg ins Herzen. Ich folge dem jetzt nochmal kurz, einfach aus dem einfachen Grund, dass ich vielleicht nochmal so eine Anomalie kriege. Wobei, ich könnte eigentlich auf dem Planeten noch ein bisschen rumlaufen. Ah, ich bin jetzt schon im Weltall wieder. Nee, komm, weiter geht's. Ah, das ist so ein Gefahrenplanet, glaube ich.
Immer weiter, immer weiter. Wir haben nur noch 174.000 Lichtjahre vor uns. Ist ja nicht so viel. Es ist zu weit. Gehen wir dahin. Ui. Da ist aber viel Wasser. Da hat es echt viel Wasser. Nickel. Aber warum denn nicht? Wieder eine Fabrik entdeckt. Gehen wir zur Fabrik. Los geht's. Stolze 45 Sekunden. Ich mach das. Ich beschleunige das jetzt mal ganz kurz. So, gleich sind wir da. Yeah, in 0 Sekunden, ja. Ich merk's. Ich stürz ab. Oh, geil! Eine bescheuerte Steuerung. Aber gut, so haben sie es gemacht. Aha. Speichern. Dann blätt, das sieht aus. Irre! Okay. Was rennt da rum? Oh, da blinkt aber viel. Würdest du das bitte mal analysieren? Dann machen wir ganz kurz System. Das ist der Planet, wo wir jetzt gerade sind. Hier haben wir noch. Nein, da haben wir. Doch, sag ich doch, da haben wir noch was. Das blöde Viech, das mich angegriffen hat. War das da oder war das hier? Naja, was war das davor? Ja, was denn sonst? Den müssen wir kurz aufladen. Blitzwerfer. Plutonium. Ich weiß. Nachladen. Da oben geiert noch einer rum. Ah ja, ist klar. Ich liebe das. Ist einfach irgendwo drin hängen. So. Unbefugt, Gas hoch, Feind. Heißt es jetzt, ich muss das Gas erhöhen oder reduzieren? Oh Mann. Hört sich nicht gut an. Wo ist denn das Ding zum Speichern gewesen? Da hinten. Plutonium. So. Also ich nehme mal an, ich muss es verringern, weil hoch dran steht und nicht erhöhen. Oder sowas. Deswegen reduziere ich es mal. Ah, das war falsch. Wusste ich's. Ich wusste. Ich wusste es nicht, okay. Aktuellen Spielstand laden.
So, nochmal. So, haben wir jetzt wieder was Neues oder immer noch das gleiche? Ah, ich was Neues. Ich kann einen Alarm davon unterbrechen, ich muss schnell handeln. Wächter, Einbruchsalarm unterbrechen, Türalarm unterbrechen. Türalarm. Die Einrichtung ist wieder in Betrieb. Und was kriege ich Tolles? Rezept für Antimaterie. Bereits bekannt. Ach, wirklich? Ah, das Spiel bringt mich noch zur Weißglut, echt. Das Spiel bringt mich echt noch zur Weißglut. Okay, gut. Was soll ich dazu sagen? Ihr werdet es hier glauben. Ein bisschen rumlaufen. Ja, ich glaube, ich laufe jetzt hier ein bisschen rum, bis wieder Anomalie auftaucht oder so. Und dann, ja. Guck mal, was passiert. Und sonst ist das Kapitel No Man's Sky beendet. Aber ja, jetzt auf jeden Fall gucken wir mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!